Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ihnen allen ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Ostern. Der Gottesdienst trägt den Namen Misericordias Domini und das heißt auf Deutsch Barmherzigkeit des Herrn. Wir nennen ihn auch den Sonntag vom guten Hirten. Jesus lädt uns ein. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Den Gottesdienst heute gestalten für Sie Herr Ken Iwane, der Kantor aus Dernbach, Andreas Majcerek-Mattes, Lektor aus Kaltenwestheim, der Hausherr sitzt natürlich drin, Pfarrer Harald Graul und ich selber, Pfarrerin Elke Kritschiel. Die meisten geben ihren Standort an, wo sie wohnen. Ich habe keinen festen Dienstort. Seit reichlich 4 Jahren habe ich die bewegliche Pfarrstelle im Kirchenkreis. Und einige Regionen kenne ich gut, weil ich dort schon Dienste getan habe. Schwallungen, Bad Salzungen, Dorndorf, Möhra, Wernshausen-Rossdorf. Und bis zum 31. März war ich in Kaltenwestheim. Durch die Corona-Panepidemie hatte ich keine Zeit, mich von den Gemeinden in Kaltenwestheim zu verabschieden. Middelsdorf und Reichenhausen gehören auch dazu. Ich möchte es jetzt tun, liebe Gemeinden im Bereich Kaltenwestheim. Bleibt behütet und seid gesegnet. Seit dem 1. April bin ich in Pfersdorf und Unterbreitsbach und tue dort Dienste und das auch mit der Fröhlichkeit eines Christen. Lasst uns jetzt gemeinsam nach Gott spüren. Wir singen das erste Lied, 165 im Gesangbuch, Gott ist gegenwärtig. Thank you.
Wir beten jetzt gemeinsam den Psalm vom guten Hirten. Und dieser Psalm ist eingereiht zwischen zwei Halleluja-Verse. Lasst uns jetzt gemeinsam diesen Psalm beten. Halleluja! Die Erde ist voll von der Güte des Herrn. Halleluja! Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Halleluja! Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Halleluja. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Halleluja. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Halleluja. Es sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie. Gottes Geist sei jetzt mit uns allen. Lasst uns innerlich zur Ruhe kommen. Wir beten. Himmlischer Vater, du suchst uns. Du gehst uns nach. Du sorgst dich um uns. Du hilfst uns. Du stärkst und tröstet uns. Dafür danken wir dir. Aber du schickst uns auch zu anderen Menschen. Und wir sollen andere Menschen suchen. Wir sollen anderen nachgehen. Wir sollen uns um andere sorgen. Wenn wir das tun, dann folgen wir dir nach. Schenke uns Kraft und Fantasie dazu. Amen.
Wir hören eine Lesung aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Ezechiel, aus dem 34. Kapitel. Des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herden weiden? So spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sich nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will mich mit meiner Heide, mit meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern, wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wiedersuchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Halleluja. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Wir singen jetzt das Wochenlied 274, die Strophen 1 bis 3.
Wir hören das Evangelium bei Johannes im 10. Kapitel. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling, kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt. Und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe. Die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Lob sei dir, o Christus. Lasst uns Gott ehren mit unserem Bekenntnis zu unserem christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören aus dem ersten Brief des Petrus im zweiten Kapitel: Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mut sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
Amen. Ja, liebe Gemeinde, ob in Freude oder Leid, Gott ist uns nahe, immer und überall. Unser Petrus gibt sich alle Mühe. Er erzählt den Menschen von Jesus. Und überall wurden damals nach Ostern christliche Gemeinden gegründet. Die Apostel waren tüchtig. Sie predigten vom auferstandenen Jesus. Aber vielen von ihnen ging es so wie uns heute. In das eine Ohr kommt die Botschaft rein und aus dem anderen Ohr kommt die Botschaft wieder heraus. Da wurde Petrus deutlich, er verglich Jesus mit einem Hirten eurer Seelen. Nun, ich bin in einer Stadt aufgewachsen, da gab es weder Schafe noch Hirten noch Schäfer. Pfarrer oder Pastor heißt übersetzt Hirte. Und natürlich habe ich keine Schafe, sondern Menschen in einer Gemeinde. Vor circa 9 Jahren habe ich in einem Ort einen Geburtstagsbesuch gemacht. Und der Jubilar machte eine Bemerkung, die ich komisch fand. Ich horchte auf, jetzt sind hier 2 Hirten in einem Raum. Na, die Gemeinde war mir neu und etwas wusste ich nicht. Mein Gegenüber, der Geburtstagsjubilar, war der Kreisoberschäfermeister. Er zeigte auf ein Foto an der Wand und er lachte. Der Enkel, der auch zu Besuch war, hatte viel von seinem Opa gelernt. Er hat mir erzählt, wie ich ein Rhönschaf erkennen kann, vom Gewichtsunterschied zwischen normalen Schafen und Rhönschafen. Und ich erfuhr, dass die Schafe in der Rhön die Berge und die Täler abweiden, gemeinsam mit einigen Ziegen in der Herde. Und so bleibt das Land der offenen Ferne erhalten. Mit interessantem Wissen habe ich an diesem Tag das Geburtstagshaus wieder verlassen. Einige Wochen später, ich war immer noch ziemlich neu in der Rhön, traf ich auf einer Wanderung einen anderen Schäfer mit seiner Herde. Und der hat mir erzählt, welche Aufgaben die Ziegen haben und die Hunde, was die einzelnen Tiere fressen. Er nannte mir die Größe seiner Herde und war ganz überrascht. Ich habe ihn nämlich in diesem Jahr nochmal getroffen, als ich ihn nach seinen 746 Schafen fragte. Er hat mir erzählt, dass er jedes Tier ganz genau kennt und keins allein lässt. Ein Hirte ist für seine Herde da, bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter. Und da ist mir das schöne Kinderlied eingefallen, weißt du, wie viel Sternlein stehen? Und ich würde noch eine Strophe dazu dichten, weißt du, wie viel Schafe grasen? Oder weißt du, wie viele Menschen leben? Aber ein Vers gehört für mich immer dazu. Kennt auch dich und hat dich lieb. Kennt auch dich und hat dich lieb. Gott ist uns nahe und er hat uns lieb. Jesus hat sein Leben gegeben. Er ist auferstanden. Er hat das getan für alle Menschen. Für gute und für böse Hirten, die gibt es nämlich auch, und auch für gute und für böse Menschen. Wir dürfen eines Tages ewiges Leben bei ihm haben, aber bis dahin dürfen wir unser Leben nutzen. Am 26. April, vor 34 Jahren, gab es den Super-GAU in Tschernobyl. Der ist für viele schon fast vergessen, weil Tschernobyl nicht gerade um die Ecke liegt. So schnell geht das mit Ereignissen. Seit Ende Dezember 2019 tauchte der Begriff Coronavirus auf. Covid-19 hat in den 4 Monaten das Gesicht der Welt ganz schön verändert. Da geht es nicht mehr schneller, höher und weiter, sondern
Bleibt zu Hause, haltet Abstand. Ich habe in den letzten Wochen viel telefoniert. Freude und Leid hat jede einzelne Person ganz unterschiedlich getroffen. An eine leere Kirche nach dem Läuten der Glocken werde ich mich hoffentlich nie gewöhnen können. Aber ich durfte auch frohe Stunden erleben. Ich hatte Zeit zur Nachbarschaftshilfe, zum Gebet, zum Aufräumen und Spazierengehen. Und ich habe den festen Glauben, Gott ist uns nahe. Und was heißt das für mich? Ich darf die Osterbotschaft nicht nur verkünden, sondern ich darf sie auch leben. Ich darf einfach herzlich sein aus der Freude an Jesus, denn er macht unsere Herzen weit. Und da kann ich mir ruhig ein bisschen was einfallen lassen. Da kann ich mal wieder einen Brief schreiben an jemanden, der schon lange drauf wartet. Oder ein Zeichen der Zuwendung an andere Menschen verschenken, die mein Leben teilen. Und manchmal kaufe ich auch ein paar Blumen mehr und verschenke die einfach an Menschen, die ich kenne und wo ich weiß, die freuen sich wirklich darüber. Kleine Aufmerksamkeiten, das Wort Danke nicht vergessen, ein Lächeln, ein freundlicher Gruß, Zeit haben für Menschen, die traurig und einsam sind, meine Freude auch mit jemandem teilen. Vielleicht auch mal für den Postboten ein kleines Geschenk. Sind ja nicht nur die Verkäufer oder Krankenschwestern oder Lkw-Fahrer, sondern es gibt noch viele andere, die auch jeden Tag für uns aktiv sind. Kleine Dinge können Wunder bewirken und sie lassen uns täglich aufstehen. Das sind für mich auch Schritte, die zu Ostern gehören. Gott ist uns nahe. Setzen wir die Hoffnung auf den Hirten unserer Seelen, auf Jesus, und lasst uns sein Heil weitergeben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Von unserem begonnenen Wochenlied 274 singen wir jetzt die Strophen 4 und 5. Bereits in den vergangenen Wochen
haben auch wir Pfarrer und die Mitarbeiter im Kirchenkreis für ihre Anliegen und Probleme offene Ohren und natürlich auch Zeit. Sie können uns gern zu Hause anrufen. Die Telefonnummern finden Sie auf der Internetseite des Kirchenkreises www.kkbasa.de. Den Gottesdienst am 3. Mai halten für Sie Frau Pfarrerin Franziska Freiberg aus Donndorf, Nadja Ramisch und Kantor Matthias Neuerkauf. Wir hören noch einmal den Wochenspruch aus dem Johannesevangelium. Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Bleiben Sie alle behütet und gesegnet. Wir halten jetzt Fürbitte. Himmlischer Vater, danke. Du hast uns sehr lieb. Du nimmst uns ernst. Du bist der gute Hirte. Du sorgst für uns. Wir sorgen um unsere Zukunft, als ob es dich nicht gibt. Dabei haben wir gerade erst Ostern gefeiert. Verzeih uns unsere Vergesslichkeit. Lass uns auch untereinander Hirten sein, aneinander und füreinander. Zeige uns klar, welche Aufgaben wir übernehmen können, wie und wo du uns gebrauchen kannst. Zeige uns den Menschen, der auf uns wartet. Lass uns aktiv werden. Hilf uns, anderen Menschen Mut zum Leben zu geben. Wir bringen vor dich die Menschen, die jetzt nicht weiter wissen, die krank sind oder unter Quarantäne stehen, deren Arbeitsplätze gefährdet sind. Ganz besonders bitten wir um Regen für die Landwirtschaft, unsere Wälder, unsere Gärten. Sonst haben wir bald ein noch größeres Problem als den Coronavirus. Amen. Alles, was uns noch bewegt an Bitten für Menschen, um die wir uns sorgen, fassen wir jetzt zusammen in dem Gebet, das Jesus uns alle gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten jetzt Gott um seinen Segen. Gottes Liebe wärme dich, Gottes Gegenwart umstrahle dich, Gottes Geist möge mit dir sein, Gottes Kraft soll in dir wirken, Gottes Zärtlichkeit soll dich beschützen, Gottes Frieden soll dich umgeben. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir singen jetzt das Lied 100, die angegebenen Strophen 1, 4 und 5.